Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gemütlich und unkompliziert ist doch so ein Fondue-Plausch. Natürlich mit der feinen Spezialmischung von Coop. Oder wenn Sie wollen, mit dem fixfertigen Lioba-Fondue. Fondue kann man ja auf die verschiedensten Arten servieren. Zum Beispiel mit Pilzli, Schinkenstreifli oder kleinen Zwiebeln. Und wenn wir schon beim Fondue sind, wie wäre es mal mit einem Fondue Bourguignon oder einem Fondue Chinoise? Die Garnitur da, die gibt es jetzt bei Coop zu einem echt günstigen Preis. Das Pfändli, der Deckel und der Brenner sind aus Kupfer. Das Réchaud mit Untersatz, das ist geschmiedet. Dazu gibt es 6 verschiedene Gabeln. Man sieht hier gerade, am Griff oben hat sie jeweils einen farbigen Punkt, damit es keine Verwechslungen gibt. Alles, was Sie für die Soße brauchen und natürlich auch die fertigen Soßen, die finden Sie in Ihrem Coop-Laden. Und der Coop-Metzgermeister, der macht Ihnen gerne das Fleisch parat. Jetzt haben wir Ihnen gerade noch einen anderen Vorschlag für eine unkomplizierte Tafelrunde. Profitieren Sie vom grossen Coop-Angebot und kombinieren Sie doch also nach Herzenslust eine schöne Käseplatte. Zum Beispiel mit einem zarten Saint-Paulin Suisse Champel, mit einem milden Schweizer Edammer, einem würzigen Reblochon aus dem Arfental, einem rahmigen Bergamembert und einen rassigen Gorgonzola. Servieren Sie dazu die natürliche Floralbutter und vom Coop-Deck das rustikale Farmerbrot. Und jetzt haben wir noch eine Neuigkeit für alle Zuschauer von Olten. Das Coop City Warenhaus eröffnet morgen Morgen die Lebensmittelabteilung Le Gourmet. Dort finden Sie unter anderem neben allen Frischprodukten natürlich auch viele, viele Spezialitäten. Auch der nächste Beitrag geht ums Essen. Wir schalten in die Studioküche. Heute Abend möchte ich Ihnen ein besonderes Härtöpfelgericht zeigen. Eine Härtöpfeltorte. Wir brauchen dazu Blätterteig, Härtöpfel, Zwiebeln, ein Ei, Rahm und verschiedene Gewürze. Die geschiebelten Härtöpfel haben wir 5 bis 6 Minuten gekocht. Eine Tortenform haben wir mit der Hälfte vom Blätterteig ausgelegt, die Härtöpfel und Zwiebeln reingegeben, Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Mit der zweiten Hälfte vom Blätterteig haben wir die Torte zugedeckt und aus den Resten Dekorationen gemacht. Mit Eigelb bestrichen. Nach 50 Minuten haben wir die Torte rausgenommen. In der Mitte ein kleines Viereck rausgeschnitten, wie Sie hier sehen. Und eine Mischung aus Rahm und Gewürz reingegossen. Zugedeckt und noch einmal 10 Minuten in den Ofen geschoben. Jetzt ist die Torte fertig zum Servieren. Sie wissen ja, das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Ein guter. Ja, es stimmt halt schon, mit Härtöpfeln gibt es immer etwas Gutes. Danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen. Achten Sie jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Das sind alles Artikel, die Sie gut brauchen können. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Die topmodischen, plüschgefütterten Damengummistiefel kommen Sie in allen Diana-Schuhgeschäften für nur 30 Franken über. Amaryllis mit Pflegeanleitung in verschiedenen Farben, ein Topf nur 5 Franken, ein Bund an 20 Moosrosen für nur 5,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Vialone Risotto Reis 1 Kilo statt 2 Franken, jetzt nur 1,60. 900 Gramm Uncle Ben's Reis statt 3,20 nur 2,60. 100 Gramm mild gesalzene Hinterschinken nur 1,50. 16 Goldstar Fischsteaks statt 4,10 jetzt nur 3,40. Lioba Fondue 800 Gramm statt 7,50 nur 6,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Netz an 2 Kilo Satsumas Mandarinen nur 2,20. Auf Wiedersehen miteinander.